me thing. Tell me say the children them a learn. All right, through the fire, but now one, get up, right, get up. Babylon them only paralyze me, now my dad get right, get up, right, get up. Heute, dadurch, dass es das Reggae Mountain Festival ist, wird sich das natürlich schon auf jamaikanische Musik spezialisieren. Obwohl ich prinzipiell auch andere Bereiche habe, wo ich mich ein bisschen austobe, musikalisch. Die werden zum Beispiel dann ein bisschen flexibler und universaler. So prinzipiell eigentlich World Music, sage ich immer ganz gern. Einfach Worldbeat, Weltmusik. Das kann in viele Richtungen gehen. Es kann auch südamerikanisch werden oder eben auch gern indisch und orientalisch, was ich sagen wir, sehr gerne mag. Und ja, sagen wir mal, offen für alles, was halt gefällt und was halt berührt. In unserem Breitengrad spiele ich viele Sachen, die was eigentlich nicht da heimisch sind und sehr exotisch, oder? Und vielleicht eigentlich ein bisschen beitragen, irgendwie vielleicht auch so zum Thema wie Toleranz oder was, oder dass man einfach das akzeptiert da. Weil es gibt bei uns sicher viele sture Leute, die einfach sagen, okay, so scheiße, das hauchen wir nicht an, oder? Wenn da einer auf Orientalisch oder Arabisch singt, oder? Obwohl sie gehen gar nicht darauf ein, sie versuchen es gar nicht, oder? Würde ich sagen. Umgekehrt auch, aber zum Beispiel bei der alternativen Szene, wenn man zum Beispiel anschaut, Drum & Bass, Hip-Hop oder solche Sparten, die bewegen sich dann auch zu starr in dem, dass sie sagen, okay, ich hoch Hip-Hop, ja. Wenn da jetzt aber Drum & Bass läuft oder House, dann nehme ich es nicht an, oder? Also ich würde auch sagen, das ist nicht nur, sag ich mal, die klassische Bürgertum oder Gesellschaft, trifft auch teilweise die alternative Szene, dass sie einfach zu intolerant ist, und das versuche ich ein bisschen vielleicht mit meinem Mix aus allem auszugleichen. I want to